Moin zusammen, heute soll es nochmal darum gehen, dass wir die verschiedenen Formeln, die wir jetzt alle haben für die Berechnung von Flächen, nochmal zusammenfassen. Und als allererstes hat es ja angefangen mit einem Quadrat, mit der Fläche von einem, zum Beispiel Quadratzentimeter. Dort ging es ja darum, das ist ein Rechteck, wo beide Seiten gleich lang sind. Und wenn beide Seiten 1 cm sind, dann haben wir eine Fläche von einem Quadratzentimeter. Und so können wir dann die Fläche von einem Rechteck auslegen. Und das können wir dann berechnen, indem wir die eine Seite mal die andere Seite multiplizieren. Also in unserem Beispiel hier jetzt a mal b. Beim Dreieck war unsere Idee, dass wir ein Rechteck draus machen. Ich zeichne das nochmal kurz ein. Und da können wir jetzt den Flächeninhalt davon berechnen. Das wäre einmal die Grundseite mal die entsprechende Höhe, also die, die senkrecht da drauf steht. Und davon nehmen wir dann die Hälfte. Eine ähnliche Idee hatten wir beim Parallelogramm. Auch dort haben wir ein Rechteck draus gemacht, indem wir das durchgeschnitten haben und einfach auf die andere Seite gesetzt haben. Das heißt, wir haben wieder eine Seite, in unserem Beispiel wäre das jetzt A, und die entsprechende Höhe dazu, also der Abstand von den beiden Parallelen. Und das war's schon. Beim Trapez, da musste man jetzt überlegen, aber auch dort haben wir es im Prinzip auf ein Rechteck zurückgeführt, indem wir einfach zwei Trapeze aneinander gelegt haben und da haben wir dann ein Parallelogramm. Die Länge von der Seite war in dem Fall dann a plus c. Das haben wir wie immer mit der Höhe multipliziert. Und weil wir ja nicht zwei Trapeze haben wollen, sondern eins, haben wir hier noch den Faktor 1/2 davor. Und mit den Formeln können wir jetzt alle Flächen berechnen. Vor allem auch bei zusammengesetzten Figuren. Die erste Möglichkeit ist, ich schneide die Figur auseinander. Dann bekomme ich zwei Trapeze. Ich nenne die A1 und A2. Und jetzt können wir mit der Formel für ein Trapez den Flächeninhalt vom oberen berechnen. Die untere Seite sind 3 cm, die obere Seite sind 2 cm und die Höhe ist 1 cm. Genau das gleiche machen wir für das untere Trapez noch. Die untere Seite ist 1,5 cm. Die obere ist 3 und insgesamt ist die Höhe 2 cm. Dann kommen wir für das obere Trapez auf 2,5 Quadratzentimeter und für das untere Trapez, da haben wir dann 4,5 Quadratzentimeter und dann müssen wir das Ganze noch zusammenrechnen. Und dann kommen wir auf 7 Quadratzentimeter. Wir können das Ganze auch von der großen Figur abziehen. Das heißt, wir machen ein großes Rechteck und ziehen dann entsprechende Figuren ab. Als erstes nochmal die Fläche von dem linken Dreieck. A1, das wäre 1/2, die Grundseite wähle ich jetzt hier und die Höhe ist dann senkrecht hier drauf.
Das heißt, ich habe 2 cm mal 1,5 cm und komme dann auf 1,5 Quadratzentimeter. Das zweite Dreieck, das wir abziehen, ist ein rechtwinkliges. Das heißt, Grundseite 1,5 cm, Höhe 1 cm und dann haben wir hier 0,75 Quadratzentimeter. Und das müssen wir jetzt noch vom großen Rechteck abziehen. Und das große Rechteck ist 3 cm breit und 3 cm hoch, also ist es sogar ein Quadrat. Und davon ziehen wir jetzt die beiden anderen ab. Jetzt habe ich hier nur keinen Platz mehr, das macht aber nichts. Also 9 Quadratzentimeter minus 1,5 Quadratzentimeter minus 0,75 Quadratzentimeter. Und dann habe ich eine Fläche von 6,75 Quadratzentimeter.